Jojo Gang, was geht ab? David hier am Start für euch. Erinnert ihr euch noch an diese Blockbuster-Produktion? Wir konnten es kaum glauben, aber die Weselys haben sich nach 8-monatiger Pause zurückgemeldet und droppen wieder Content. Aber wichtig, für dich zu wissen, für Deutschland zu wissen, für YouTube zu wissen, für die ganze Social-Media-Welt zu wissen. We are back. Wir sind gespannt, was sich bei den Weselys in letzter Zeit so getan hat und was ihr Bro Jesus uns diesmal mit auf den Weg zu geben hat. Du kennst Jesus schon. Wenn nicht, dann lad ihn in dein Herz an. Fang an, die Bibel zu lesen. Außerdem wird gemunkelt, dass uns ein neues, großes Projekt erwartet. Es wird mega. Ich bin so hyped, wenn ihr hier sein könntet. Alles um mich bebt schon fast. This is a miracle! Two, four, guts! Jesus hat mutmaßlich viele Wunder vollbracht, aber konnte er virtuell seinen eigenen Standort ändern? Der Sponsor des heutigen Videos ist NordVPN. Mit VPNs kann man viele Geoblockings umgehen und so Serien und Filme aus anderen Ländern schauen oder Artikel ausländischer Zeitungen lesen. NordVPN ist dabei super simpel zu bedienen. Man sucht sich auf der Weltkarte einfach ein Land aus und schon ist man verbunden. Bei über 5000 Servern in mehr als 60 Ländern habt ihr, egal wo ihr seid, eine schnelle und stabile VPN-Verbindung. Seit neuestem ist auch ein zusätzlicher Bedrohungsschutz integriert. Dieser kann schädliche Pop-ups und Anzeigen blockieren, wenn ihr Websites öffnet. Unter nordvpn.com/twoboardguys kriegt ihr einen exklusiven Deal auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es einen Monat gratis dazu. Hinweis: VPNs bedeuten nicht, dass man komplett anonym surfen kann und sich keine Gedanken mehr über den Schutz seiner Daten machen muss. Sie können aber zu deiner Online-Sicherheit beitragen. Wir haben schon einmal ein Video zur Kirche U30 gemacht. Kirche U30 ist ein kleiner YouTube-Kanal. Schauen wir uns doch einfach mal die Beschreibung an. Wir sind christliche YouTuber und Influencer und möchten Gott in diese Welt bringen und Menschen zeigen, wie gut er ist. In einem weiteren Video von uns damals ging es dann um diesen christlichen Blockbuster, den die Weselys 2021 gedroppt haben. Jetzt sind sie mit neuen Videos und neuem Studio back. Auch das Kirche U30 haben sie für ihr Rebranding aus ihrem Kanalnamen entfernt. Im ersten Comeback-Video erzählt Joshua, das Gesicht des Kanals, uns erst einmal, was so in der 8-monatigen Pause bei den Weselys abging. Er erzählt unter anderem von dem massiven internationalen Shitstorm, den sie abbekommen haben. Wir mussten alle von unserer ganzen Familie alle unsere Accounts auf privat stellen, weil wir so viele Anfragen, so viele Hassnachrichten bekommen haben. Dabei war wohl das Video von Curtis Connor ausschlaggebend. Das Video hat über 7 Millionen Views. Darin ging es nicht nur um den Film, über den wir uns in unserem Video auch lustig gemacht haben. Es wurden teilweise auch Dinge aus dem Privatleben von Joshua öffentlich gemacht und breitgetreten. Da wurde unserer Auffassung nach ganz klar eine Grenze überschritten. Natürlich kann man die Weselys für ihre Inhalte kritisieren und auch satirisch über ihren Content sprechen. Das machen wir ja auch. Wir wollen aber auf keinen Fall, dass das Privatleben dieser Personen in den Vordergrund gerückt wird oder sie privat für ihren Content attackiert werden. Hassnachrichten und Drohungen gehen gar nicht klar, so etwas hat niemand verdient. Das Comeback-Video startet mit einem Rückblick auf die mediale Reaktion auf ihren Film. Es folgt ein krasser Zusammenschnitt verschiedener YouTube-Videos über sie. Dazwischen tauchen immer mal wieder die Gesichter des Weseli-Teams auf und ups, da sind auch wir. Aber eine Gruppe von Christen. Das Ganze läuft mit einem absolut epischen Beat im Hintergrund. Das wurde irgendwie in einem Fahrradtunnel oder so aufgenommen. Ein klares Upgrade zu ihrem damaligen Spielfilm. I can't do the most important thing of my life. To believe. Da scheinen die Weselys für ihr Comeback ordentlich Geld in die Hand genommen zu haben. Nach diesem Gänsehauteinstieg sind alle Augen auf Joshua gerichtet. Erstmal lässt er das letzte Jahr Revue passieren. Dann geht's irgendwann um den Film, der letztendlich doch ein Riesenerfolg war. Millionen von Menschen haben Gottes Botschaft gesehen durch unseren Film. Herrlich. Und jetzt, wo wir auf den neuesten Stand gebracht wurden, hat die Gruppe noch eine letzte epische Kampfansage an uns. We are back. Okay, mit was für Top-Content machen Sie denn jetzt YouTube unsicher? Ist unsere Welt wirklich so verdorben? Schon die Videobeschreibung klingt vielversprechend. Ich habe sehr viel recherchiert für dieses Video und habe einige interessante Dinge herausgefunden, die ich teilweise auch noch nicht wusste. Na dann, let's go! Kommt sie auch so vor, als würde unsere Welt immer weiter den Bach runtergehen? Man sieht immer mehr Pride-Flaggen, man sieht immer mehr Demonstrationen, man sieht immer mehr Abtreibungen, alles wird legalisiert. Uff, so viel Bullshit in den ersten 10 Sekunden, das muss man erstmal schaffen. Aber gut, was hat Investigativ Joshua denn so herausgefunden? Und zwar gab es noch nie so viele Christen auf der Welt wie jetzt. Von der Zahl
Zu der Zahl haben wir uns in den letzten 100 Jahren entwickelt. Wow, ziemlich beachtliche Entwicklung, mehr als verdreifacht. Als ich das gehört habe, habe ich dann aber auch sehr viel recherchiert und einige interessante Dinge herausgefunden, die ich teilweise auch noch nicht wusste. Die Zahlen stimmen grob. Das Christentum ist derzeit die am weitesten verbreitete Religion der Welt und die Anzahl der Mitglieder hat sich seit 1900 tatsächlich sogar knapp vervierfacht. Gleichzeitig hat sich die Weltbevölkerung seitdem aber auch mehr als vervierfacht. Insgesamt ist der Anteil der christlichen Bevölkerung also eigentlich gesunken. Vor allem in Deutschland gibt es so viele Austritte aus der Kirche wie noch nie. Mittlerweile ist weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglied in der Kirche. Die Weselis bleiben dennoch positiv. Es gab noch nie so viel Gemeinschaft unter den Christen wie jetzt gerade. Klar, damals die Jünger, die 12, die waren on point, die waren noch verbunden, ne? Ja, meine Jungs, die Jünger, die 12, die waren on point. Und nach dieser fantastischen Einleitung ins Video wird's richtig wild. Ich möchte mit dir so ein bisschen von Kontinent zu Kontinent springen, um dir zu zeigen, was in unserer Welt eigentlich gerade abgeht. Okay? Okay. Wir gehen ein bisschen in den Süden runter, wir fliegen nach Afrika. Denn genau dort sollen die größten Gottesdienste der Welt stattfinden. Vielleicht sagt dir Reinhard Bonke noch was. Nee, nicht wirklich. Mal kurz googeln. Wikipedia schreibt, als 9-Jähriger erhielt Bonke nach eigenen Aussagen eine göttliche Berufung, als Missionar nach Afrika zu gehen. Er übernahm dies als sein Lebensziel und prägte später Aussagen wie Afrika soll gerettet werden oder einem Blut Jesu gewaschenes Afrika. Okay. Zu dem 100-jährigen geilen Wachstum des Christentums gehört natürlich auch, dass das Christentum durch etliche Missionare nach Afrika geschleppt wurde. Naja, und die Kolonialisierung Afrikas hat vielleicht auch was damit zu tun. Bonke bezeichnete sich selbst als der Mähdrescher Gottes und war einer der erfolgreichsten Missionare in Afrika. Er veranstaltete solche Großevents und führte Dämonenaustreibungen und Wunderheilungen durch. Er gab zum Beispiel blinden Kindern ihr Augenlicht wieder zurück. Da kann nicht mal Mr. Beast mithalten. All three children were totally blind. And all three children received their sight the same moment. Is Jesus wonderful? Jesus wonderful! 2001 soll er sogar einen Pastor in Nigeria von den Toten zurückgeholt haben. Natürlich hatte Bonke auch tolle Beziehungen zu Politikern. Besonders mit den ehemaligen repressiven Diktatoren aus Nigeria und Liberia war Bonke vertraut. Der damalige Präsident von Liberia wurde später wegen seinen Kriegsverbrechen zu einer Gefängnisstrafe von 50 Jahren verurteilt. In den 90ern soll Bonke durch seine Events in Nigeria außerdem Christen und Muslime gegeneinander aufgehetzt haben. Das hat unter anderem zu gewaltsamen Ausschreitungen geführt, teilweise sogar mit Toten. Vor 3 Jahren ist Bonke gestorben. Aber seine Mitarbeiter, seine Nachfolger machen weiter und zwar so groß wie noch nie. Hier seht ihr so ein paar Ausschnitte. Wow, 1 Million Gläubige in Abuja. Und hier fast 2 Millionen Gläubige in Akure. Das Originalvideo haben wir dann auch auf YouTube gefunden, ist jetzt nicht ganz aktuell, wurde vor 10 Jahren hochgeladen und stammt wohl von einer Bonke-Tour 1999. Aber auch heute gibt es natürlich große christliche Events in Afrika. Und tatsächlich steht die größte Kirche, Achtung, aller Zeiten in Nigeria. Jetzt denkst du so, hä? Wie geht das denn? In Nigeria gibt es sogenannte Megakirchen. In diese Kirche, die Joshua uns zeigt, sollen zum Beispiel 1 Million Menschen passen. In seinem Video heißt es weiter, dass jetzt eine noch größere Kirche für bis zu 3 Millionen Menschen gebaut werden soll. Gibt natürlich nichts daran auszusetzen, tolle Events in großen Hallen zu veranstalten, vor allem wenn vor Ort alle happy sind. Diese Megakirchen sind aber oft ein Multimillionen-Dollar-Business, zum großen Teil finanziert von Spendengeldern. Sie werden immer wieder dafür kritisiert, Geld mit dem Glauben von Menschen zu verdienen. Menschen, die sich wundern, Heilungen und Erlösungen wünschen und sich üppige Spenden häufig eigentlich gar nicht leisten können. Einer der bekanntesten nigerianischen Pastoren und Wunderheiler, David Oyedepo, hat ein geschätztes Privatvermögen von 150 Millionen US-Dollar. Der Pastor der Megakirche aus dem Weseli-Video heißt Adeboye, sein Spitzname ist Daddy Go und Daddy Go geht's auch nicht schlecht. Der hat sich 2015 für 65 Millionen Dollar einen sleeken Private Jet gegönnt. Aber das war jetzt ja nur eines der 9 Videos. Was haben wir denn hier? Wann und wann nicht Scheidung okay ist für Christen? Das Main Takeaway ist, es sieht ziemlich schlecht für Frauen aus. Folgendes gilt nämlich für Frauen. Wenn du keine Unangemessenheit oder keine Misshandlung bekommen hast von deinem Partner, dann sollt ihr zwei zusammenbleiben und das Ganze ausarbeiten. Und da gibt es auch Pastoren und Berater, die dir dabei helfen können.
Was in der Kirche passiert, bleibt nämlich bekanntlich in der Kirche. Wenn du dich dann trotzdem scheiden lässt, gibt es für Frauen im Prinzip nur noch zwei Möglichkeiten. Für immer Single bleiben oder B. Du musst das mit Gott ausarbeiten und an irgendeinem Punkt muss Gott dich neu machen. Okay, neu machen? Ja gut, mehr Infos kann Joshua uns leider auch nicht liefern. Wie das Ganze funktioniert, kann ich in dem nächsten Video jetzt hier allerdings nicht erklären. Ja Mist, dann lieber einfach nicht scheiden lassen, egal wie wahnsinnig unglücklich man vielleicht mit seinem Partner ist. Ehe und Beziehung wird auch Inhalt des neuen Projekts der Weselis. Haltet euch fest, Gang, es wird tatsächlich einen neuen Film geben. Ein christlicher, romantischer Weihnachtsfilm. In A Law for Christmas muss eine erfolgreiche Politikerin für ihren Job aufs Land ziehen, wo sie sich in einen gläubigen Mann verliebt. Sie erkennt, worum es im Leben wirklich geht und dass Menschen wichtiger sind als beruflicher Erfolg. Am Ende des romantischen Films sollen die Zuschauer zudem mehr über die wahre Geschichte von Weihnachten lernen. Es wird mega, ich bin so hyped, wenn ihr hier sein könntet, alles um mich bebt schon fast. Für die neue Produktion wollen die Weselis ein 10-mal höheres Budget haben. Deshalb soll doch bitte jeder monatlich 25 Euro spenden, damit der Film gedreht werden kann. Ist für jeden 25 Euro irgendwo meistens noch irgendwie möglich. Man merkt es nicht so, wenn es plötzlich vom Konto abgeht. Hört sich absolut perfekt an. Dann kann ja nichts schiefgehen. Ihr wisst, wer sich den neuen Streifen auf jeden Fall geben wird. Das war's mit dem Update. Wie immer bitte kein Hate an die Weselis persönlich. Wir hoffen ansonsten, dass euch dieses Video gefallen hat. Habt einen richtig entspannten Abend. Schaut nach links und rechts, wenn ihr übers Wasser geht. Feiert gut und Case closed. Rolling on my wrist, perfect timing, got with the assist. I've been working since I was a kid. I just gotta keep my head.